Hallo und herzlich willkommen zu dieser Einschlafhypnose. Mit dieser Hypnose kannst du das Abnehmen von Körpergewicht und die gesunde Ernährung ganz tief verankern. Mein Name ist Guido und ich würde dich gerne begleiten auf deinem Weg in den Schlaf. Während der nun folgenden Hypnose möchte ich dich bitten, kein Fahrzeug zu fahren und keine Maschine zu bedienen. Hypnose ist für die meisten Menschen sehr beruhigend und es kann sein, dass du dabei einschläfst. Diese Hypnose habe ich für dich entwickelt und aufgezeichnet, damit du während dem Einschlafen und Schlafen dein Unterbewusstsein verändern kannst. Das Ziel dieser Hypnose ist es, den Ursprung eines möglichen Übergewichtes oder einer ungesunden Ernährung zu ergründen und dort anzusetzen, um eine Veränderung in der Ernährung und im Umgang mit Lebensmitteln in dir mit Hilfe dieser Hypnose zu ermöglichen. Wenn du unsicher bist, ob eine Hypnose für dich geeignet ist, dann frage bitte deinen Arzt oder Therapeuten, ob Hypnose für dich geeignet ist. Im Normalfall werden deine positiven Eigenschaften gestärkt und dein bewusstes Sein darf sich mehr und mehr entwickeln. Wahrscheinlich wird es dir in dieser Hypnose so wie den meisten Menschen ergehen. Und die Trance wird nicht linear verlaufen. Eine Hypnose ist meist mit einer Trance verbunden, die manchmal etwas tiefer ist und dann wieder weniger und wieder tiefer. Während einer Hypnose kommt man so immer tiefer in den Ausgleich und in die tiefe innere Ruhe. Sorge nun bitte dafür, dass du genügend Ruhe und Rückzug hast, sodass du dich nicht gestört fühlst. Gut ist es, das Licht zu dimmen und den Personen im Umfeld zu sagen, dass du dich nun zur Ruhe begibst. Du kannst schon hier beginnen, deine Umgebung so einzustellen, dass es dir innere Ruhe schenken wird. Vertrauen in dir und Vertrauen in das Außen beruhigt schon dein bewusstes Denken und dein unbewusstes Sein. Du kannst nun aufrecht sitzen oder liegen, so wie es dir am besten ist. Lege bitte beide Hände bewusst nieder und folge einfach nur meinen Worten. Vielleicht bekommst du nun schon ein Gefühl der Schwere, das sich über die kleinen Muskeln um deine Augen herum ausbreitet. Du weißt, dass du jederzeit deine Augen dieser Müdigkeit nachgeben lassen kannst und du deine ermüdeten Augen entweder zusammen oder einzeln schließen kannst. Die Müdigkeit in deinem Körper sammelt sich nun und kommt vor deinen Augen an. Und wie ein Magnet zieht es deine Augenlider nach unten und sie verschließen sich immer mehr. Du kannst nun hinter deine Augen gehen und du bist präsent. Und folgst aufmerksam meiner Stimme. Du spürst ganz leicht, wie hinter deinen Augen eine Art von feiner Sand hinabrieselt und von deinem Kopf
wie ein entspanntes Gefühl sich in deinem ganzen Körper verteilt. Dieses Hinabströmen und Ausbreiten in dir macht dich mehr und mehr ruhiger und entspannter. Du spürst, wie sich dein Brustkorb hebt und senkt. Und mit jedem Male, mit dem er dies nun tut, wird sich etwas mehr Raum und Ruhe in dir ergeben. Prüfe noch einmal deinen Sitz oder deine Unterlage. Und vielleicht gibt es eine noch entspanntere Position. Oder du möchtest dich einfach noch einmal bewegen. So kannst du dies jederzeit tun. Gib dir nun bewusst die Erlaubnis, dass du in der nun folgenden Trance tief gehen darfst und Veränderungen, die im Wunsch liegen, nun umgesetzt werden können und tief verankert. Sag nun bitte laut oder ganz leise oder in Gedanken den Satz mit mir: Ich entscheide mich nun dafür, in einen Zustand der inneren Ruhe, des gesunden Ausgleichs und der tiefen inneren Entspannung zu kommen. Du weißt, dass du alle Möglichkeiten hast. Du könntest jetzt aufstehen oder du könntest mit deinen Gedanken etwas verfolgen. Aber du hast dich dazu entschlossen, dieser Hypnose zu folgen und tiefer in deine Entspannung zu sinken und deinem Sein den Ausgleich zu schenken, der dir so gut tut. Beginne nun einfach mit der Reise und entspanne deinen Körper. Mach es dir zuerst einfach noch bequemer in der Situation, in der du gerade bist. Gehe nun deinen ganzen Körper durch und entspanne mehr und mehr deinen ganzen Körper. Spüre zuerst deine Füße. Fang am besten mit dem linken Fuß an. Spüre, wie du die Energie deines linken Fußes spüren kannst. Es ist so wunderbar. Du hast die Augen geschlossen und spürst deinen linken Fuß, seine Energie, wie er einfach von dir erfüllt werden kann. Spüre auch deine linke Wade, das Knie und den linken Oberschenkel. Ja, wunderbar. Einfach das ganze linke Bein spüren. Und wenn du möchtest, kannst du es jetzt kurz anspannen. Und lass es einfach in Leichtigkeit los. Spüre, wie es noch mehr einsinkt und in die Position geht, wo es vielleicht noch entspannter und noch ausgeglichener liegen kann. So, spüre nun auch deinen rechten Fuß. Spüre, wie entspannt sich dein rechter Fuß schon anfühlt. Nun spüre auch die rechte Wade
rechte Knie, den rechten Oberschenkel. Nun spüre das ganze rechte Bein. Und wenn du wieder möchtest, dann spanne kurz dein rechtes Bein an und lass auch dieses Bein einfach noch mehr einsinken und los. Spüre, wie es noch mehr einsinkt und vielleicht in die Position geht, wo es sich noch mehr entspannen kann. So kannst du nun auch deinen Unterkörper spüren. Spüre, wie er sich entspannt und locker und leicht ist. Spüre auch deinen Rücken. Die ganze Wirbelsäule von unten bis hinauf zum Kopf. Mit jedem Atemzug in dieser relaxten Form entspannt sich dein Rücken immer mehr. Spüre, wie dein Rücken locker wird und entspannt ist. All die Anspannung weicht aus deinem Rücken. Und er ist wunderbar leicht und entspannt. So spürst du nun auch, wie sich dein Bauch mit jedem Atemzug hebt und senkt. Spüre, wie entspannt dein Bauch ist. Du kannst besonders die Region um deinen Bauchnabel herum spüren, wie sie mehr und mehr entspannt und diese Entspannung sich nun immer weiter ausdehnt. Von deinem Bauchgefühl strömt nun die Entspannung weiter in deinen ganzen Körper. Die Entspannung breitet sich mehr und mehr in dir aus. So spürst du die Brust, wie wunderbar entspannt sie ist. Sie hebt und senkt sich mit jedem Atemzug. Und alles ist im Ausgleich. Mehr Entspannung mit jedem Atemzug. Nun entspannt sich auch dein Nacken und deine Schultern. Deine Oberarme entspannen sich. Deine Ellbogen. Dann deine Unterarme. Und deine Hände und Finger entspannen sich wunderbar. Spüre deinen ganzen Arm wunderbar entspannt. Die Entspannung kommt nun über deinen Hals hinauf zu deinem Kopf. Du spürst, wie sich deine Stirn wunderbar glättet und entspannt. Spüre nun deine Nase, deine Wangen, deine Lippen und dein Kinn. Spüre, wie sich alles wunderbar entspannt. Dein ganzer Kopf ist nun wunderbar im Ausgleich. Spüre, wie die Welle der Entspannung
von deinem Bauch aus in alle deine Regionen kommt. Und dich mehr und mehr in Gelassenheit und in eine wunderbare Ruhe bringt. Du bist nun in wunderbarer körperlicher Entspannung. Die ausgleichende und entspannende Trance kann sich nun immer mehr in deinem Sein ausbreiten. Versuche keine Gedanken zu verhindern oder abzulehnen. Sollten jetzt Gedanken aufkommen, die dich ablenken oder aus der Trance tragen wollen, dann schenke ihnen die Haltbarkeit von Seifenblasen. So kommen die Gedanken auf und sind vielleicht in dir. Schaffe die Bewusstheit und die Aufmerksamkeit und erfasse einen oder mehrere Gedanken und hülle sie ein wie Seifenblasen. So steigen sie auf und fliegen einfach davon mit dem Wind. Vielleicht kommen sie kurz zurück, aber im Nu zerplatzen sie. Und du kannst dies immer mehr zulassen und loslassen. Gedanken ohne ein Verfolgen mit Geschichten, Worten und Gefühlen. Das ist wie Seifenblasen. Sie sind kurz da, sinken ab und zerplatzen einfach. So beobachte etwas deine Gedanken, die wie Kometen aufkommen und ohne Verfolgen einfach verglühen und im Nichts verschwinden. Du kannst dich nun immer mehr dafür entscheiden, deinen Atem zu beobachten, wenn du dies möchtest. Nimm nun immer mehr und mehr wahr, wie sich dein Brustkorb hebt und senkt. Vielleicht kannst du auch die stillen kurzen Momente zwischen den Atemzügen wahrnehmen. Mit jedem dieser stillen Momente zwischen dem Einatmen und dem Ausatmen hast du die Möglichkeit, tiefer in die Stille und in den inneren Raum abzusinken. Beobachte etwas deinen Atem und finde die kurzen, stillen Momente über die sich ausdehnende Zeit hinweg und trete ein in den Raum der inneren Stille. Mit jedem Atemzug etwas mehr. Folge einfach dem Atem immer mehr in die Entspannung hinein. Gehe mit jedem Atemzug einfach tiefer
Tiefer. Man sagt, dort wo die Atmung ankommt, dort wohnen auch die Gedanken. Und mit dem ruhigen Atem werden auch deine Gedanken nun immer ruhiger und ausgeglichener. Geh nun einfach noch tiefer und folge dem Prozess dieses wundersamen Ausgleichs. Du bist ganz im Vertrauen und folgst einfach nur meinen Worten. Du kommst nun auf einer wunderschönen Wiese an. Und du läufst in einem kleinen Bachlauf. Deine Füße sind im warmen und wunderbar energetischen Wasser. Mit jedem Schritt entspannt sich deine Muskulatur und dein Körper noch viel mehr. So kommst du nun den kleinen Bachlauf entlang und an einem kleinen Wasserfall an, der wie eine Wendeltreppe hinabführt und auf kleinen steinernen Stufen fließt das Wasser hinab in das große blaue Meer mit der energetischen Kraft und dem inneren wunderbaren Ausgleich. Geh nun mit mir die 10 Stufen hinab. Das warme Wasser fließt mit deinen Füßen die Stufen hinab. Alles ist sicher. Du bist im Vertrauen und im Ausgleich. Immer mehr. Mit jeder Stufe, die du hinabgehst, kommst du mehr und mehr in die Gelassenheit und in die tiefe innere Ruhe. Körper und Geist entspannen sich mit jeder Stufe mehr und mehr gemeinsam. Bei der letzten Stufe bist du tief in deiner inneren Mitte und wunderbar im zufriedenen Ausgleich. Zehn. Einfach mehr absinken mit jeder Stufe. Neun. So entspannend und leicht. Mit jeder Stufe mehr. Acht. Ganz im ausgleichenden Gefühl. Sieben. Sechs. Harmonie im Außen und Harmonie im Innen. Fünf. Vier. Einfach tiefer gehen und die Ruhe immer mehr spüren. Drei.
2 und bei 1 bist du wunderbar leicht und ganz tief in deiner inneren Mitte. 1, lass dich fallen, einfach vertrauen und loslassen, ja. Einfach versunken sein, ganz im Vertrauen. Du bist nun so ruhig und entspannt und in einem Zustand der inneren Offenheit. Dein Unterbewusstsein ist nun wunderbar offen und kann nun all die Dinge, die du in dein unbewusstes Sein bringst, aufnehmen und umsetzen. Wir sind oft im Leben den Umständen und Situationen ausgeliefert, die wir im Leben haben. Und uns fehlt die Weitsicht, dass wir doch die Chance haben, es selbst zu verändern. So leben wir Disharmonien, Abneigungen, Unliebe und Verletzungen, indem wir Ersatzbefriedigung suchen, die uns ein Gefühl von Ablenkung und Wohlfühlen vermitteln. Vielleicht geht es dir auch so, dass du an Übergewicht und ungesunder Ernährung leidest. Und dies möchtest du gerne in positives Verhalten und in gesunde Ernährung verwandeln. Vielleicht fühlst du dich machtlos und ausgeliefert und möchtest es so gerne ändern. Und das Wichtigste, was du in deinem Leben lernen kannst, und du weißt dies schon ganz tief in dir, ist es anzukommen und einen Ort zu haben, von dem aus du ein neues Ziel und einen neuen Weg finden und festlegen kannst. So bist du nun in dieser Trance, in einem wunderschönen blauen Meer, das nur so tief ist wie deine Fußknöchel. Es ist angenehm warm und die Sonne scheint auf dich. Spüre die angenehme Situation und die wunderbare Aussicht auf Inseln, Wolken, kleine Wellen und auf positive Gedanken. Nimm nun auch in deinen Gedanken das in dir wahr, was dein Ziel und dein größter Wunsch ist. Komme dahin, wo deine Beweggründe sind, diese Hypnose zu hören und diese Trance zu nutzen. Vielleicht ist es Übergewicht. Vielleicht ist es ungesunde Ernährung. Oder auch ein negatives Gefühl, das du verändern möchtest. So lass es einfach einmal in dir hochkommen und erfahre es in Bildern, Eindrücken, mit Gedanken. Geh in Bilder, Emotionen und in Gedanken. Geh da hinein, wo dein Wunsch der Veränderung liegt. Erfahre es in dir und lehne es nicht ab, sondern lass es einmal ohne jegliche Bewertung einfach aufkommen.
Ich komme gleich wieder. Halte nun deine Gedanken, Gefühle und Emotionen etwas an. Du hast nun den Zustand in dir entstehen lassen, der dir im Argen liegt und den du so gerne verändern möchtest. Wichtig ist es, und du weißt es ganz tief in dir, dass du zuerst akzeptieren darfst, wie es ist. Sei es auch schwierig oder unangenehm, einfach nicht im Widerstand sein. Einfach nicht ablehnen und nicht urteilen, was jetzt ist. Du kannst erst den neuen Weg und die Veränderung angehen, wenn du annimmst, wo du gerade bist und aus dem Fenster siehst. Wenn wir uns verfahren haben mit einem Fahrzeug, dann ist es egal, wie sehr ich schimpfe, es ablehne oder ich im Widerstand bin. Ich muss aus dem Fenster sehen und die Situation annehmen, wie sie jetzt ist, um den richtigen Weg zu finden, um dahin zu kommen, wohin ich möchte. Wir brauchen einen Standort, der uns als Ausgang dient. Desto genauer wir das Ist kennen, desto eher können wir das Gewünschte erreichen. So nimm nun auch du an, was momentan ist. Wenn du dick bist, dann ist das ebenso. Wenn du dich ungesund ernährst, dann ist es ebenso. Und wenn du zu ungesunden Zeiten isst, dann ist das auch so. Du wirst die Veränderung erst angehen können, wenn du die Situation so annehmen kannst, wie du sie momentan erlebst. Es ist wie beim Trainer oder Manager. Er darf sich zuerst mit der Situation auseinandersetzen, die er vorfindet, und darf sie so annehmen, wie sie ist. So verliert er keine Energie an Widerstände, an Ablehnung und an Urteilen. Und er kann mit der vollen Energie das angehen, was die Veränderung ist. Nimm nun einmal in Gedanken, Gefühlen und in Emotionen an, wie du gerade bist und was du bist. Nichts wird schlimmer dadurch und nichts wird schlechter dadurch. Du darfst dich annehmen, so wie du bist. Es ist so, na und? Es gibt kein Ideal, das von irgendeinem höheren Wesen geschaffen wurde. Alles, was als Ideal oder Vorbild geschaffen wurde, ist von Menschendenken, von Menschenideen und von menschlichen Vorbildern geschaffen worden. Wir schaffen
und akzeptieren einfach die Norm, die uns vorgegeben wird. Du weißt ganz tief in dir, dass Menschen, die sich akzeptieren, so wie sie sind, die können Berge versetzen und weit entfernte Ziele erreichen. Du weißt aber auch innerlich ganz genau, dass Menschen, die im Widerstand sind, in der inneren Ablehnung und im inneren Urteilen sind, so viel Energie verlieren und dadurch schon leer sind, bevor sie überhaupt etwas beginnen können. Darum für die Veränderung, nimm dich so an, wie du bist. Du bist gut so, wie du bist. Mit jedem Atemzug etwas mehr und etwas ehrlicher annehmen, was ist. Lass das Selbstvertrauen in dir ankommen und es sich in dir ausbreiten. Sag es laut oder leise und fühle es ganz in deinem Herzen. Ich bin gut, so wie ich bin. Sag es möglichst öfters oder denke es dir und überzeuge dein Selbst davon. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin gut, so wie ich bin. Der warme Wind küsst dein Sein. Es ist so erlösend und befreiend für dich, wenn du annehmen kannst, was ist. Lass es zu und befreie dich auf dem Weg immer mehr. Sieh dir die Wellen an und verstehe die endlosen Möglichkeiten, die jedes Wesen hat. Die Begrenzungen liegen in uns. Von Natur aus gibt es keine Begrenzungen. Nur wir schaffen sie in uns. So fühle nun hinein, was dich bisher von dir selbst getrennt hat. Was liegt in dir im Widerstand? Was liegt in dir in der Ablehnung? Gibt es Gründe, warum du dich vielleicht ungesund ernährst? Warum du durch Essen vielleicht ein gutes Gefühl in dir erzeugen willst? Und warum du nicht die Auswahl triffst, das zu bekommen und den Zustand zu erleben, den du so gern möchtest. Es liegt in dir, was dich bewegt und was dir so viel Energie kostet. Spüre, fühle und höre in dich hinein. Dein
Unterbewusstsein kennt den Grund, der dir Energie kostet, der dich deinen Wunschzustand und deine Möglichkeiten nicht erreichen lässt. Gehe nun in deine Bilder und deine Gefühle, in deine Emotionen und in deine Erinnerungen und spüre, fühle, wie sich die Dinge, die in dir im Argen liegen, zur Kenntnis geben, wie dein Unterbewusstsein dir diese Dinge gibt. Nimm die Bilder, Erinnerungen und Emotionen in dir etwas auf und wahr. Komm in den Grund, der dich diesen Zustand, den du nicht haben willst, erleben lässt. Ich komme gleich wieder. Dir ist nun immer mehr klar, was in dir an unerfülltem Wunsch oder empfundener Emotion liegt, die dich von deinem Wunschkörper und deinem Wunschzustand trennt. Diese Trennung bewirkt es, dass du nicht im Einklang mit dem bist, was gerade ist. Du weißt, dass jeder Wunsch und jedes Annehmen von Emotionen und Gefühlen eine Befreiung ist. So nimm nun an, was dich bisher bewogen hat, nicht den Zustand zu leben, den du so gerne hättest. Die Zeit, in der du es abgelehnt hast, es vielleicht im Widerstand lag. So lange kannst du keine Veränderung in dir und im Außen finden. Wichtig ist es, anzunehmen, wie es ist. Vergangenheit ist vergangen. Und Zukunft ist Zukunft. Die Luft aus der Vergangenheit kann keiner mehr atmen. Die Luft aus der Zukunft hat auch noch nie jemand atmen können. Es gibt nur ein Hier und Jetzt. Und hier und jetzt findet dein Leben statt. Jeder Gedanke, jede Empfindung und jede Erinnerung ist eine Energie in Form von Gedanken, die dich in dem Jetzt beeinflussen und daran hindern, dass du nicht in den Zustand kommst, den du so gerne hättest. Darum nimm immer mehr an, was war und was sein sollte. Sei in dir ganz im Klaren, dass dieser Moment jetzt nur so sein kann, wie er ist und nicht anders. So geh nun über diesen Moment hinaus und auch darüber,
was du akzeptiert hast, was momentan ist. So kannst du viel weiter sehen als bisher. Du kannst nun Möglichkeiten und Wege erkennen, die dir bisher noch verborgen waren. In dem Annehmen, was ist, kommt Raum und Freiheit in dein Leben. Du entscheidest, ob du Adler oder Frosch bist. Du weißt ganz tief in dir, dass deine Einstellung die Veränderung bewirken kann. So sei die Veränderung und nimm an, was ist. Geh nun in deinen Wunschzustand hinein. Geh in das Bild, die Emotion, die Vorstellung oder das, was dein Ziel ist, hinein. Und stell dir vor, was du so gern erreichen möchtest. Gehe hinein mit deinem Fühlen, deinem Denken, deinem Spüren und stell dir vor, was du erreichen möchtest. Stell dir vor, wie du es erreicht hast, wie du frei von den Grenzen bist, die dich bisher so gefangen gehalten haben, nur endlich das erleben kannst, was so sehr in dir liegt. Gehe nun in die Bilder, Gefühle, Emotionen, Vorstellungen und Wunschvorstellungen hinein und erlebe sie mit all deinen Sinnen. Spüre, wie es sich anfühlt. Rieche, wie es riechen wird. Schmecke, wie es schmecken wird. Fühle mit all deinen Sinnen. Sieh die Bilder. Höre die Worte, die du oder andere sagen werden. Als Lob oder Anerkennung. Erlebe die Reaktionen, die du haben möchtest, wenn du dein Ziel erreicht hast. Nimm dir nun etwas Zeit und erlebe in dir die Erfüllung deines Wunsches oder deines Zieles. Ich komme gleich wieder. Alle Grenzen, Vorstellungen und Widerstände liegen in dir und nirgends anders. Sieh die Weite über dem großen blauen Meer, in dem du stehst. Du kannst zu der Insel hinter dir gehen und es dir auf dem Strand gemütlich machen. Oder du bleibst stehen und kritisierst, dass dich niemand abholt und dir keiner den Weg zeigt. Alles liegt in dir. Du schaffst die Welt, in der du lebst. Du bist das Bewusstsein der Welt. Und hast somit alle Möglichkeiten in deinem Sein. Sei die Veränderung,
und sei das Bewusstsein der Welt. Und dann lasse einfach nur das passieren, was kommen wird. Frei sein von dem Müssen. Frei sein von dem Sollen. Frei sein von dem Werden. Und frei sein von dem Entsprechen, was andere von dir wollen. Geh heraus aus dem Kreislauf von Ablehnung und Widerstand. Nehme immer mehr an, was ist. Erkenne dein Ziel. Geh drauf zu und erreiche es. Es liegt in dir. Du bist gut, so wie du bist. Nimm an, was ist. Und du kannst Lösungen und Wege erkennen, die immer da waren. Nur so kannst du sie wahrnehmen. In einem Saal mit lauten Stimmen ist das Singen eines Vogels nicht zu hören. Aber in dem Singen des Vogels liegt nicht die Last der lauten Stimmen. Das Singen des Vogels kann immer sein, auch dann, wenn es leise ist im Saal. Und so erkennst du immer mehr die Möglichkeiten in dir. Sei die Möglichkeit und nimm an, was ist und was kommt auf deinem Weg. Keine Ablehnung, kein Widerstand, einfach wie das Wasser fließen. Und ganz weich in den Möglichkeiten und in dem Ziel. So kommt Wasser an. Und so kommst auch du in deinem Ziel, in deinem Wunsch und in deinem Zustand an, den du so wunderbar erreichen wirst. So drehst du dich nun in diesem wunderschönen blauen Meer um und läufst durch das wunderbar warme und klare Wasser zum Strand. Jeder Schritt ist eine Wohltat und bestätigt dich in der Überzeugung, dass du es schon geschafft hast. So zähle ich nun für dich von 10 rückwärts und mit jedem Schritt in diesem wunderbar angenehmen warmen Wasser der Erfüllung wird dein Wunsch und dein Ziel, das in dir liegt, mehr und mehr in deinem Unterbewusstsein verankert. Und der Erfüllung entgegengeführt. Ich zähle nun von 10 bis 1. Und bei jeder Zahl bist du mehr in der Erfüllung, mehr in deinem Ziel und mehr im Ankommen. Bei 1 fühlst du, dass du dein Ziel erreicht hast. Dass du den Traumkörper hast, den du dir wünschst. Oder dass du die gesunde Ernährung bereits umgesetzt hast, die du leben möchtest. 10. Wunderbar. Einfach anvertrauen und tiefer im Bewusstsein verankern.
9. Tiefer und tiefer. 8. Sei die Veränderung. 7. Annehmen, was ist. Und einfach die Veränderung sein. 6. Fünf. Vier. Es wird dir immer leichter und leichter fallen. Drei. Gut sein. So sein. Zwei. Du bist das Erreichen. 1. So ist es. Und so wird es sein, ganz tief verankert. Du bist das Ziel. Du bist die Verwirklichung. Es muss nur noch umgesetzt werden, aber du bist das Erreichen. 1. Bist ganz im Vertrauen und das Erreichen deines Zieles oder Wunsches ist nun tief in dir verankert. So siehst du den weißen Sandstrand auf der Insel, wie er dich einlädt, an ihm spazieren zu gehen. In dir ist ein Gefühl der Erfüllung und der Erleichterung. Wie lange hast du dich bemüht, es zu erreichen? Und dieses wunderbare Gefühl zu haben, es nun zu schaffen. Nun bist du angekommen. Strand der Befreiung und Wunscherfüllung macht es dir möglich, immer mehr daran zu glauben. Nichts ist so mächtig wie der Gedanke, an den du glauben kannst. Du bist das Ziel. Ab jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit. Du weißt nun, was dich aufgehalten hat und hast es einfach losgelassen. Wie der Fisch, der im klaren Wasser schwimmt und nach kurzer Zeit nicht mehr zu erkennen ist. So ist es auch mit den Bedingtheiten, die dich abgehalten haben. Sie sind noch da, aber sie lösen sich immer mehr auf, weil sind sie nicht mehr in deinen Gedanken. Du kannst mehr und mehr loslassen und so sein, wie du möchtest. Der Wind umschmeichelt dein Sein, wie die Möwe bist du nun frei und kannst die Welt von oben betrachten. Alles ist Wohlgefallen und Glücklichkeit. Wunderbares Ankommen. Und gut sein, so wie du bist. Kein Anderssein müssen. Kein So sein müssen.
Nein, so ist man nicht. Einfach sein und annehmen. Einfach leben und glücklich sein. Endlose Erleichterung kommt nun immer mehr in dir auf. Immer mehr kommt diese Sicherheit und dieses Wohlgefühl. Du bist gut, so wie du bist. Du bist sicher und in Sicherheit. Langsam läufst du an dem Strand entlang. Und du blickst über das Meer hinweg. Die Sonne geht immer mehr unter. Und du bist so glücklich, dass diese Zeit des Leidens nun zu Ende geht. Du hast den Schlüssel in dir. Und du darfst ihn verwenden, um es zu verändern. Der Schlüssel heißt annehmen. Und es sperrt die Türe der Veränderung auf. Spüre es, wie es sich in dir löst. Mit jedem Atemzug mehr. Streichelt ganz sanft dein Gesicht. Es erfüllt dein Sein immer mehr. In diesem wunderbaren Schlaf erleben zu dürfen. Unendliche Bewusstheit im Raum der Möglichkeiten. Schafft so eine Weitsicht und so ein Glück im Erleben. Jede Welle ist ein Geschenk. Jeder Atemzug nimmt dich mehr und mehr mit in dieses reine Land des Glückes. Geh nun immer tiefer in den Schlaf und vertraue deinem Unterbewusstsein, dass es dich führen wird auf dem Weg zu deinem Ziel. Du gehst jetzt tiefer und tiefer deinen Schlaf. So kommen jetzt positive Affirmationen zu dir, die dir noch mehr helfen werden auf dem Weg in dein Ziel und in deine Wunschvorstellung zu kommen. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin die Veränderung. Ich bin der Weg. Ich bin die Freude und das Glück. Mir geht es gut und es wird immer besser. Ich bin Harmonie. Ich bin Liebe. Ich bin Freude. Ich bin Glück.
bin Geborgenheit. Ich bin Ankommen. Ich bin Ruhe. Ich bin Gelassenheit. Ich bin tiefer, innerer Ausgleich. Ich bin Tiefschlaf. Immer mehr.